Heute begrüßen wir Bürgermeister Christoph Ahlhaus in der Redaktion der Hamburger Morgenpost. Auf die folgenden Fragen hätten die mopo.de-User gerne eine Antwort von Ihnen. Also es geht weder um Gewinn fürs eigene Image und auch nicht nur um Umfragen, sondern es geht darum, dass die Leute, die für eine bestimmte Politik stehen, dass die auch zusammen für diese Politik streiten. Und deswegen haben wir Walter Scheuerl, nachdem wir uns besonnen haben, wieder auf die alte Schulpolitik, die wir vor der Wahl 2008 auch versprochen haben, mit ins Boot zu holen. Und ich glaube, das war eine konsequente und eine richtige Entscheidung. Ich sehe mit Besorgnis, dass das genau so ist. Die Kluft nimmt wirklich zu und es muss Aufgabe von Politik sein, in der Tat dem entgegenzuwirken. Das tut man vor allem dadurch, dass man zum einen auf Steuerpolitik Einfluss nimmt. Das hat Hamburg auch immer getan, auch in den letzten Jahren. Das soll auch so weitergehen. Und zum anderen natürlich, indem man für diejenigen, die Probleme haben, sich ihre existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen, bezahlbarer Wohnraum beispielsweise, vernünftige Kita, Versorgung, dass man da hilft, dass Bedürftige mit dem, was sie verdienen, auch besser auskommen können. Die Zahl habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber es sind auf jeden Fall zu wenig, das stimmt. Es müssten 6.000 pro Jahr sein, damit der wirkliche Bedarf gedeckt wird. Hier ist zu wenig getan worden in den letzten Jahren. Deswegen haben wir ja auch Anfang des vergangenen Jahres bereits einen Wohnungsbaukoordinator eingesetzt. Die Tatsache, dass zu wenig Wohnungen gebaut worden sind, liegt auch daran, dass Bauen sehr teuer geworden ist. Nicht zuletzt deshalb, weil wir in Hamburg auch Wert darauf legen, dass hohe Klimaschutzstandards, ökologische Standards eingehalten werden. Das ist ein klassischer Zielkonflikt. Einerseits bezahlbarer Wohnraum, andererseits Klimaschutz. Es muss Aufgabe von Politik sein, viel Wohnung zu bauen und trotzdem Klimaschutz hochzuhalten. Und das ist keine einfache Aufgabe.